Wir spielen heute Super Mario Maker online. Die Besonderheit bei diesem Weg hier ist aber, dass man Yoshi bekommt. Und mit dem ist ja durchaus das ein oder andere ein bisschen einfach. Aber man muss natürlich auch erstmal mit ihm hier rauskommen. Ah, man sieht schon, ich war hier sehr fies. Oh, und das hat man auch ganz gut gesehen, dass ich selbst mit einem X markiert wurde, weil ich da gestorben bin. Und ja, hier sieht man es auch nochmal perfekt. Lass aber Yoshi links liegen, weil tatsächlich ist es ziemlich schwierig, mit Yoshi da rauszukommen. Ist möglich, aber... Jetzt erstmal zum Finale. Das werden wir eh nicht schaffen, weil ich habe es auch erst ein einziges Mal geschafft. Nämlich als ich das Level hochgeladen habe. Das ist total krank hier. Ja, wieso? Ich bin doch auf seinem Kopf Ich war doch auf seinem Kopf. Lächerlicher Tod. Okay, die Feder. Hier, wie gesagt, eine Falle. Kettenhund. Nein, bist du bescheuert, du Dreckskerl. Ja, chill dein Leben. Jetzt schaffen wir es nicht mehr. Scheiße. Weil die Stelle hier ist natürlich mega asozial. Durch, durch, komm. Jetzt kommt Bowser Junior und Bowser und vielleicht schaffen wir es doch. Nein! Nein! Was? Das gibt es nicht. Okay. Das ist bitter. Das ist ganz bitter. Wir waren ja eigentlich schon im Ziel und dann springt er hoch und stößt mich mit seinen scheiß Stacheln zurück. Oh, verdammt, mir fällt auch gerade auf. Ich hab verkackt. Oh nein, ich hab verkackt. Außer ich fliege. Okay, ich habe das Level noch nie so gelöst. Da ist nämlich eine Plattform, die fährt aber automatisch los. Das soll den Spieler halt ein bisschen hetzen, damit man da nicht so viel Zeit bei den Question-Blocks verschwendet. Lol, das geht. So ist das Level überhaupt nicht gedacht. Ja, genau. Ich wollte ja noch zeigen, wie das Ganze im Castle aussieht. Dazu mache ich einen kleinen Cut. Oder? Nee, muss ja nicht sein. Muss ja nicht sein. Renn mal einfach durch, komm. Ich habe das Level gebaut. Ich muss es somit auch drauf haben. Ich habe aber schon gemerkt, dass ich... Was war das denn? Naja, ich habe aber schon gemerkt, dass ich die Feuerblume da gar nicht weggemacht... Alter! Aber wenn man sich duckt, dann töten sie einen nicht, merke ich gerade. Also wenn ich ganz fies bin, dann werde ich da irgendwann noch einen Cheep-Cheep hinstellen. Andererseits, ich komme da jetzt gar nicht mehr weg, ne? Wollte mich verarschen gerade. Was ist das denn? Okay, das war eine ungünstige Situation. Ich probiere es nochmal. Weil ich will jetzt eigentlich schon das Level bis zum Ende zeigen, aber es ist wirklich schwierig. Der Anfang regt halt übelst auf. Sieht man auch, wie viele da gestorben sind. Alter, lass mich halt durch, du Drecksack. Ich bin derjenige, der dich ins Leben gerufen hat, also lässt du mich gefälligst durch, klar. Hä? Ach so, ja, da war noch so ein Viech mit einem Stachel. Okay, ich dachte schon, wieso hat mich jetzt der Wiggler getötet? Ursprünglich soll man aber hier hoch und sich durch dieses Gewusel hier kämpfen. Ich mach das jetzt einfach mal. Ich könnte das Level schon beenden, eben mit diesem Trick, den ich gerade offenbart habe. Aber ich gehe jetzt einfach mal durch die schwierige Schoße hier durch. Und bin gespannt, ob ich das schaffe. Sieht nicht so aus, ne? Weil neben Trampolinen gibt es ja auch ein paar Panzer und die drehen durch. Alter, lass mich durch. Ja, komm, komm, du schaffst es. Yes, das ist das erste Mal, dass ich das Level regulär beendet habe. Normalerweise bin ich ja viel, viel schlechter, wenn ich aufnehme, aber irgendwie läuft's gerade. Geil! Somit bin und bleibe ich der Einzige, der mein eigenes Level durchgespielt hat. Und ihr seid alle Noobs. Okay. Oh Gott! Chill! Bob Omb! Lass mich runter! Fuck! Fuck! Mach auf! Mach doch den Scheiß auf! Okay, jetzt haben wir ein Riesenproblem. Da unten ist zwar das Ziel, aber da ist auch Bowser und Bowser Jr., das weiß man nicht. Geschafft! Ist das geil! Das wirkt wie gescriptet, ja? Das war gerade 1A. Megaspannung, ultimativ knapp. Ich habe das noch nie so gehabt. Geil, 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 geil.
Ich glaube, hier ist ein Secret, aber ich habe keine Zeit, das jetzt zu überprüfen. Die letzten Sekunden! Wo ist der Stern? Wo ist der Stern? Okay. Ja, das war ein Fehler, oder? Ja, es war ein... Oh nein. Wie gesagt, privat hätte ich diese Level gerne noch gespielt oder in einem Livestream. Aber halt nicht in einem YouTube-Video, was so 20 Minuten gehen soll. Das war halt das Problem. Oh, holy crap, was ist das denn? Weil ich im ersten Moment dachte, dass das Level schlecht ist, aber dann gemerkt habe, okay, es hat doch Potenzial. Oh mein Gott, das war scheiße. Oh ja. Trampolin oben hinsetzen. Was natürlich nicht funktioniert hat. Dann müsste man nicht zurückrennen. Das wäre halt ein bisschen angenehmer gewesen. Aber den Fehler habe ich auch gemacht. Daher ist es in Ordnung. Ach, ich probiere es jetzt einfach von hier. Aber ob das geht? Nein, wahrscheinlich nicht. Boah, du bist aber fies, hey. Mensch, wieso bleibt das denn nicht da oben? Jetzt! Und komm hoch! Ja, so ist das gedacht. Ich habe das wohl als etwas fair registriert, auch wenn ich mich gerade frage, wie ich auf diese irrsinnige Idee gekommen bin. Glück gehabt. Erstmal den Kugelwilli weg. What? Da ist ein... Nein, da ist doch allen Ernstes ein Hammer, Bruder. Oh Gott. Den ganzen Shit nochmal. Aber mit Yoshi. Und ich habe ihn verloren. Oh Gott. Dämlich. Dämlich. Oh mein Gott. Nein. Da ist es passiert. Komm bitte. Chill, 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 chill. Das ist ja richtig übel. Oh mein Gott. Ah, ich sehe schon, das war eine falsche Entscheidung. Oh mein Gott. Was? Was? Laber doch nicht. Ah, jetzt sehen wir einen neuen Effekt. Und zwar Giga Mario. Den bekommt man, wenn man die andersfarbige Super Mario Amiibo 30 Jahre hat. Ich hab's jetzt nicht hier. Ne, ich finde sie gerade nicht, aber ich habe sie unboxed und die ist auch in Mario Maker dabei. Also die normale Version. Aber es gibt noch eine mit den klassischen Farben. Oder mit den modernen? Ne, mit den modernen Farben. Genau, das ist die, die man etwas schwieriger bekommt. Und mit der kann man eben genau diese Fähigkeit hier freischalten. Den Giga Mario. So gesehen der Maxi-Pilz. Und zugleich eine... Moment, bin ich bescheuert? Eine Röhrengrafik. Nee, dann ist es der Mario mit den klassischen Farben. Alter. So, was jetzt? Wie komme ich da durch? Ja, so nicht. Aber hier ist ja glücklicherweise direkt ein weiterer Maxi-Pilz. Ist das dein scheiß Ernst gerade? Ich werde auf jeden Fall die Augen aufhalten. Hier zum Beispiel könnte doch was sein. Bei den Wolken. Ja, toller Sprung. 1A. Ja, ja, ich weiß nicht, Freunde. Soll ich jetzt überprüfen, was hier ist? Oh, Yoshi wird weggesprengt. Bam! Oder ich bin schnell genug. Ich probiere es aber erstmal anders. Mist. Nein! Ich bin ein Idiot! Ich schneide mal eben bis zu der Stelle hin. Oh, das ist fies. Das ist fies. Ich könnte hier sterben.
Aber jetzt zurückzulaufen hat auch keinen Zweck. Yes! Ich lebe noch. Wuhu! Hä? Warum ist hier kein Cooper? Hat er da einen Fehler gemacht? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Wo kommen denn die auf einmal her? Aber ich kann das Ganze auch einfach überspringen irgendwie. Ah, hier. Da hat er mich noch getroffen. Na klar. Shit, ey. Jetzt hören wir die schöne Legend of Zelda Musik nicht. Wegen dem seinem blöden Lackertreffer. Oh Gott. Kann ich unten bleiben? Nee, ne? Nein! Als ob! Das gibt's doch nicht. Sieht gut aus. Ach, come on! Are you serious? Ja? Habe ich hier was verpasst? Was war das denn? Der Block ist richtig beschissen platziert. Dabei war das noch nicht mal eine Falle. Ja, optimaler Anfang. Beste, wirklich. Grandios. Jetzt ist es perfekt. So macht man das halt, ne? Als absoluter Pro-Skiller. Dann stelle ich mich 10 Minuten neben die Röhre, um zu schauen, ob es da weitergeht. Oh, das war keine gute Idee, jetzt zu fliegen. Ja. Und jetzt? No, Pech gehabt. Die Plattform hier. Ah, Mann! Der hätte das ruhig machen können, dass die Plattform auf einen wartet. Ja. Oh Gott. Das sieht nicht so aus. Ah! Ja, na klar! What? Nein! Als ob! Scheiße! Boah, es geht ja genauso weiter. Spin-Jump. Spin-Jump. Normaler Sprung. Normaler... Nein, nochmal Spin-Jump. Idiot! Ich will da hoch. Genau so. Aber ist das eine gute Idee? Ist das eine gute Idee? Nein, ist es nicht! Ah! Scheiße! Oh Gott! Na, geh weg! Verdammt, ich hätte eine andere Tür nehmen sollen. Oh, jetzt hör doch mal auf, du scheiß Panzer. Hör auf, sag dich. Komm, ich brauche eine Sprungschanze. Komm. Nein. Ach, dann lass es halt. Bam. Was? Wieso sind die nicht gestorben? Nein! Ich bin davon ausgegangen, dass ich alle getötet habe. Das ist schon mal gut. Wir können hier keinen Schaden nehmen. Nur der Goomba. Aber er darf nicht sterben. Nein! 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 Oh, sagte ich gerade, wir können den Helm nicht verlieren. Und die Blöcke, die wir weggesprengt hatten, die bleiben zum Glück auch weg. Nicht dein Ernst! Jetzt beeil dich. Komm, spring. Und spring. Warum? Alter, was ist das denn? Das ist echt ein Knobel-Level, das kannst du wahrscheinlich... Oh mein Gott. Der Weg... Oh Gott, nein! Nein! Er ist tot.
Aber der Weg ist schon mal frei. Oh, komm schon. Mach jetzt kein Theater hier bei der einfachen Stelle. Please. Dreh um. Ja, aber so war das nicht gemeint. Geh weg. Geh weg. Vorsicht. Vorsicht. Warum? Ihr scheiß Dreckskerle. Aber gar nicht mal so schlecht. Jetzt habe ich nur keine Wolke mehr und ich kann auf die nicht mehr drauf. Was zur Hölle? Hallo? Es geht nicht. Ja, super. Jetzt muss ich da runter. Und sterbe wahrscheinlich. Ja, nein. Ach, hier ist jetzt alle meine Entchen. Ja? Das hat am meisten bezahlt hier. Also Level-Design technisch natürlich jetzt nicht Bombe, aber das sollte das Level auch nicht sein. Es sollte halt einfach nur ein Troll sein und die Idee fand ich echt witzig. Im Gegensatz zu dieser Scheiße hier. Was soll das? Sich die Möglichkeit bietet. Ich brauche sie dann nämlich nicht mehr. Ich brauche sie nur, um hier hochzukommen. Ah, verdammte Scheiße. Nein. Was? Hä? Was war das für ein Tod?